Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute ist der zweite Tag vom Heidschnockenweg. Ja, guten Morgen Leute. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen abgebaut und so weiter und so fort. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, ich war einfach nur noch kaputt. Ja. Also ich lag einfach nur in der Koje und dachte, ja, dann habe ich so halb gut geschlafen. Ja. Es ist doch ein bisschen kälter geworden, als ich erwartet habe. Ja. Minus 5 Grad waren es dann hier draußen. Das war für meinen leichteren Schlafsack, den ich mitgenommen habe, ein bisschen zu kalt. Ja. Ich habe zwar mit Klamotten drin geschlafen, aber mitten in der Nacht, als dann mein Körper runtergefahren war, habe ich dann irgendwann ein bisschen angefangen zu frieren. Ja, also ich bin so halb erholt, aber es geht noch. Und jetzt soll es die nächsten Tage um 0 Grad sein. Ich hoffe mal, dass es funktioniert, ja, dass ich nicht nochmal so friere, weil das könnte sehr unangenehm werden für die Motivation der Tour. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ja. Und ich baue jetzt ab, werde weiter wandern. Ja. Ich komme dann heute an Buchholz in der Nordheide vorbei. Vielleicht schaffe ich es noch bis Handeloo, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber auf jeden Fall die nächste Etappe auf dem Heidschnockenweg. Ja Leute, wir haben wieder Top-Wetter, also der Himmel ist klarer als Frau Holles Fensterscheiben, falls sie welche hatte, ich weiß es nicht. Muss sie ja, wenn sie so die Kissen ausgeschüttelt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kriege gerade nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall, geiles Wetter, morgen soll es ein bisschen Schnee regnen, ja, muss man mal gucken, nicht übermäßig, aber ein bisschen. Und danach soll es dann nochmal klar werden und danach dann einfach bewölkt bis mittel bleiben. Also ich bin zuversichtlich, was das Wetter angeht. Ja, ich glaube, es wird alles gut gehen und es ist auf jeden Fall schönstes Wanderwetter. Ich habe allerdings was zu meckern. Die 5 Kilometer, die letzten, die ich jetzt nach Langenrehm gelaufen bin, die waren nicht so geil. Aus folgendem Grund. Da geht viel an Straßen lang, beziehungsweise auch direkt an der Straße lang. Also man hat ständig eine gewisse Geräuschkulisse, weil die A1 muss man überqueren. Ja, ich glaube, da ist auch noch die B264, irgendwas in der Richtung. Ja, nagelt mich da nicht fest. Ja, und deshalb war das nicht so hübsch. Und jetzt ist gerade wieder das erste Mal, wo ich die Autobahn zwar da hinten noch so ganz leicht höre, aber jetzt erst wieder so richtig im Wald bin, da kommt ein Windchen auf. Also ich freue mich auf jeden Fall. Es macht mir Spaß. Das letzte jetzt gerade war ein bisschen langweilig, ich habe ein bisschen Hunger. Ich muss mal gucken, dass ich demnächst mal eine richtige Essenspause mache. Ja. Das Wasser ist mir auch ausgegangen tatsächlich. Ich hätte das ein oder andere Haus, hätte ich ja die Leute anschnacken können bis jetzt. Das wäre nicht das Problem gewesen, hatte ich aber keine Lust drauf. Was ich gestern noch vergessen habe, weil ich auch ein bisschen fertig war und dann keine große Lust mehr hatte, mega lange an der Kamera zu schnacken, war, dass es ein Denkmal in Langenrehm gibt. Eine Pyramide für, ich glaube, Georg den V., den König von Hannover, der von Bismarck, der ja, wie sagt man, Krieg geführt hat. Die Brüderkriege heißt das ja, glaube ich. Ich blende euch mal ganz kurz ein Bild vom Denkmal ein. Ja. Oder lasse das hier so nebenbei hier oben noch so ein bisschen reinschneiden. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall war das ganz interessant. Und der alte Hofbesitzer von dem Reiterhof, ja, wo man sich den ersten Stempel abholt für den Reisepass, der hat mich halt extra dahin geführt, weil das ist ein paar hundert Meter abseits vom Heidschnockenweg, ja, mit seinen zwei Hunden, zwei Schäferhunde hat er, der hat den Hof früher besessen an Schwiegersohn abgegeben und hat mir alles Mögliche erzählt, ja, von diesen hannoverschen Clubs, die sich da gegründet haben. Wer Lust hat, da mal ein bisschen Geschichte nachzulesen, da ging es wohl darum, dass
Bismarck Versammlungen verboten hatte. Ja. Die haben sich dann trotzdem getroffen in Gaststätten und haben dann diese Pyramide, die ja eigentlich gegen den preußischen Willen war, aufgebaut und so weiter und so fort. Ja. Riesen Rattenschwanz drumherum. Ne? Aber interessante Geschichte, was hier halt so früher passiert ist. Ne? Ja, und das war einfach nur witzig, weil ich war da angekommen und keiner wusste, wie jetzt das mit dem Stempel ist, weil alle, die mit dem Stempel zu tun haben, waren gerade weg. Und dann ja, kam der alte Mann mit seinen zwei Hunden und direkt hier, ach komm, lass doch mal schnell zu dem Ding gehen, wenn du Bock hast. Die Sonne ist ja noch nicht ganz untergegangen. Ja? Ich hatte noch ein bisschen Zeit, um ein Lager aufzubauen. Haben wir das gemacht, ja. Das war schon witzig, was man so für Leute trifft, wenn man unterwegs auf Wanderung ist und sich auch mal ein bisschen Zeit nimmt, abseits der schnellen Wanderroute. Ne? Ja, Freunde, einige Zeit ist gerade vergangen, denn ich bin gerade durch die Stadt Buchholz durch. Weil ich eigentlich erstmal den Stempel holen wollte bei der Touristeninformation, die geilsten Öffnungszeiten aller Zeiten hat. Immer von 10 bis 12.30 Uhr. Ich bin um 14 Uhr da gewesen. Ja, das heißt, da kann ich meinen Stempel schon mal nicht holen. Und selbst wenn, mittwochs ist es komplett zu. Top. Naja, denselben Stempel kann man sich wohl auch noch mal im Café Schafstall in jetzt noch ungefähr 6-7 Kilometern holen. Dann hole ich mir den da. Dann war ich noch einkaufen, hab's übertrieben, hab mir auch noch zweimal Geheimzutat und dieses und jenes. Und jetzt ist mein Rucksack bockschwer. Das war eine dämliche Idee. Ja, dafür begleitet mich morgen meine Frau, Freundin, Lebensgefährtin auf meiner Tour ein kleines Stück, ja, und nimmt dann die Hängematte, die ich mit habe, und dreckige Klamotten noch mit, damit kann ich sozusagen ein bisschen 2 Kilo noch mal Gewicht sparen, ja. Das heißt, wenn ich dann wieder das, was ich heute zu viel gekauft habe, verbraucht habe, bin ich so bei 13 Kilo, dann sollte das Wandern ein bisschen einfacher von der Hand gehen, weil ich habe vorhin schon ordentlich die Knie gemerkt. Jetzt gerade geht's wieder, mal gucken, wie es wird. Ja, wir wollten auch noch über Schlafen im Winter reden. Ich glaube, den alten Hasen von euch werde ich da nicht viel Neues erzählen können. Ich hoffe aber, dass ich ein paar Anfängern den einen oder anderen Tipp geben kann. Denn ich behaupte, ich habe jetzt durch die letzten Monate und Jahre, wo ich auch echt im Winter draußen gepennt habe in den Bergen und so, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und zwar ist das allererste, dass man sich nicht selbst überschätzen soll. Das ist ein allgemein guter Ratschlag fürs Leben. Ja. Das heißt, wenn du noch nicht so draußen schlafen im Winter gewöhnt bist und so weiter und so fort, dann nimm lieber einen Schlafsack mit, der nochmal 5 Grad mehr Pufferzone hat sozusagen für dich, damit du dich nicht totfrierst. Ja. Und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Ding. Der bestisolierendste Schlafsack der Welt nützt dir nichts, wenn du selbst dein Kreislauf so nach der Wanderung runtergefahren ist, ja, so im Arsch ist, dass du gar keine Wärme mehr produzierst. Ja. Das ist dann so richtig unnütz, ja, weil dir wird dann kalt bleiben einfach die ganze Zeit. Da gibt es ein paar kleine Tricks, und zwar zum Beispiel direkt vorm Schlafen gehen oder in der letzten Stunde vorm Schlafen gehen nochmal ordentlich was essen, woran der Körper zu arbeiten hat, respektive also der Magen. Das heißt, dass sozusagen
der Körper dadurch arbeiten muss und ein bisschen Wärme in den Schlafsack reingepumpt wird. Ja, das ist wirklich ein guter Tipp, den nutzen auch sehr, sehr viele. Ja, dann behaupte ich auch immer noch, solange man im Schlafsack Geheimzutat zu sich nimmt, kühlt man nicht aus, weil der Körper ja erstmal angepusht wird dadurch, ja, und die Wärme dann im Schlafsack bleibt. Anders sieht es natürlich aus, wenn du dann Geheimzutat draußen zu dir nimmst, ja, und dann erst viel, viel später in den Schlafsack reinsteigst, wenn das schon langsam wieder abklingt, deine Adern verengt sind und so weiter, dann kannst du richtig ein Problem kriegen damit. Aber ich empfehle natürlich niemandem, das zu machen, sondern das ist einfach gerade nur meine Erfahrung, die ich euch ein bisschen mitteile. Ja. Dritter Tipp, Isolation ist wichtiger als alles andere. Die Bodenisolation, ich muss mal kurz hier gucken, aber scheint nicht so, als wenn hier ein Auto kommen würde. Ah, da vorne kommt ein Fahrradfahrer. Die Bodenisolation ist das Wichtigste. Eigentlich ist eine richtig gute Isomatte sogar noch wichtiger als ein Schlafsack, wenn man es genau nehmen würde. Denn den meisten Wärmeverlust hast du, wenn du direkt auf dem Boden aufliegst, ja, und dann die Wärme dadurch abgeleitet wird in den Boden. Ja. Und das ist halt echt übel, während dir ein Schlafsack halt die Wärme an dich hält und ein bisschen noch vor Wind schützt und so weiter und so fort. Ja. Aber klar, am besten ist eine gute Kombination aus beiden. Es gibt verschiedene Materialien, die unterschiedlich gut sind zum Draufschlafen. Ich möchte das hier nicht großartig ausführen, aber ein paar kleine Tipps geben. Ja. Lockerer Boden, wo ein paar Tannennadeln bedeckt sind, ja, ein paar Blätter bedeckt sind, ist generell besser als zum Beispiel auf dem Stein zu schlafen. Weil je fester und undurchlässiger, also je weniger Luftbläschen sich sozusagen unter dir befinden im Material, desto eher kühlst du aus. Und deshalb ist es auch folgerichtig am schlechtesten, zum Beispiel auf Stahl zu schlafen. Ganz einfach. Tipp Nummer 4. Wenn dein Schlafsack keine Kapuze hat oder du es nicht magst, mit Kapuze zu schlafen, dann schlaf mit einer Mütze. Denn über den Kopf, beziehungsweise diesen ganzen Bereich oben, kann sehr viel Wärme, vor allem jedes Mal, wenn du dich bewegst, rausgeblasen werden. Deshalb nutze auch den Wärmekragen in deinem Schlafsack. Ja. Mach den ordentlich zu, sodass er hier direkt anliegt. Ja, trotzdem noch angenehm. Und dann, wenn es wirklich sehr kalt ist, beweg dich möglichst wenig, ja, damit du nicht die Luft im Schlafsack komprimierst durch deine Bewegung, also hin und her bewegst, und dann sie oben sozusagen rausdrückst. Ja. Weil dann musst du wieder kalte Luft, die nachzieht durch das Vakuum, wieder erwärmen mit deiner Körperwärme. Und das ist dann nicht gut. Unterm freien Tarp zu schlafen ist natürlich mit das Geilste, was es gibt. Trotzdem muss man beachten, dass der Windchill-Effekt, ja, den zum Beispiel ein Kuppelzelt hat, nochmal gut und gerne 2 bis 4 Grad sparen können. Was meine ich damit? Unterm Tarp hast du einen Luftflow, das heißt, die Luft kommt an, ja, und nimmt dir Wärme mit und geht dann wieder weg. Das hast du zum Beispiel in einer Kuppel weniger, weil die Luft ja drüber zirkuliert. Das heißt, vielleicht ist es noch nicht gut, wenn du dich nicht auskennst mit Winterschlafen, ein Tarp zu nehmen, ja, weil du da eben diesen Windchill-Effekt ein bisschen immer hast irgendwo. Ne? Natürlich ist dann zum Beispiel eine Dreieckskonstruktion, wo die du ein bisschen gegen den Wind stellst, besser als ein Lean-to-Shelter. Ja? Und gleichzeitig, wenn du noch irgendwie kannst, die Ecken zu machen, dann hast du wieder so eine Art kleines Kuppelzelt. Dadurch bildet sich so eine eigene kleine Hemisphäre, möchte ich sagen, ja? Wo du halt einfach ein bisschen aufgewärmte Luft drin hast. Ja, ja, das waren meine kleinen Anfängertipps. Ich denke, wenn man sich an die hält, kann man schon das erste Mal im Winter draußen schlafen wagen. Das sollte schon funktionieren. Und ja, ich wandere jetzt noch mal ein bisschen weiter. Ja. Laut Sonnenstand habe ich noch so 1 bis 1,5 Stunden. Ich will noch so 5, 6, 7 Kilometer, je nachdem, wann mein Körper sagt, ich mag nicht mehr, will ich noch ungefähr wandern. Und ja, nehme ich euch doch mal mit auf eine Dämmerwanderung.
Moin Moin Leute. Ja, ich habe jetzt mein Lager aufgebaut und zwar heute ein bisschen anders, ja, mit nicht so viel Rausguck. Auf der einen Seite ganz eng, das zeige ich euch gleich, sodass da überhaupt kein Windstoß kommt. Auf der anderen Seite ein bisschen, damit man wenigstens rausklettern kann. Ja, guckt euch das mal an. Ja, hier direkt dran und hier so ein bisschen, dass man hier unten rausgucken kann, ja. Oh. Ja, so kann man es sehen. Ja, ich liege jetzt hier direkt am Büsenbachtal oder Büsebachtal oder was auch immer. Da wandere ich dann morgen durch, hole mir da auch den zweiten Stempel und dann im Andelo oder so meinen dritten Stempel. Ja, der Brunsberg, glaube ich, war das gerade, wo wir noch zusammen drüber gewandert sind. Das war echt schön mit der Heide, wo man so weit gucken konnte und so. Auf jeden Fall ein Tour-Highlight, direkt hinter Buchholz. Kann man auch einfach mal so hinfahren, ja, wenn man nicht so auf lange Tour. Ich meine, Buchholz ist gut erreichbar mit Bahn. Ja, es gibt sogar noch eine Bahnstation ein bisschen außerhalb von Buchholz, die noch näher an dem Ding dran ist, an dem Berg. Ja. Und ja, ist eigentlich mal eine Überlegung wert für so einen Tagesausflug, wenn man so ein bisschen Niedersachsen, Harz, Hamburg oder vielleicht noch ein bisschen tiefer wohnt. Ja. Naja. Ja, ich werde es jetzt mir hier gemütlich machen, noch ein bisschen was essen, ja, weil mir knurrt schon der Magen. Ja, und ansonsten war es das für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Touren-Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.